Ich bedanke mich recht herzlich. Ja, aber sehr gerne doch. So, liebe Leute, auf diese Anstrengung hätte ich gesagt, trinken wir wieder mal. Ja, Frale! Der Frale! Wir sind nicht zum Spaß da. Ein Prosit, ein Prosit, der gemütlich dein. Ein Prosit, ein Prosit, der gemütlich dein. 98, 1, 1, gut, super. Prost auf dem Roland. Kannst du mal deinen Film ausmachen, Abi? Na. Aber gewiss nicht. Hallo Stefan! Hi Markus! Und wie geht's gerade? Wie läuft? Ja, läuft schon alles gut. Gestern wieder einen mega Wutanfall gehabt, aber nicht ich, sondern meine Tochter. Ja, ist schon anstrengend irgendwie mit so pubertierenden Achtjährigen. Und bei dir? Ja, alles normal, immer noch in Elternzeit. Was ich sehr schön finde, aber wo ich mich, gestern war ich den ganzen Tag irgendwie unterwegs, habe Kinder durch die Welt gefahren, Essen gemacht, einkaufen, geputzt. Und ich frage mich gerade, wie das irgendwie Mai werden soll, wenn meine Elternzeit rum ist und ich wieder arbeiten soll. Also es ist mir gerade ein kleines Rätsel, wie ich das stundentechnisch hinbekomme, ohne irgendwie üble Nachtschichten. Aber wir werden sehen. Ansonsten alles gut, ja. Ja, sie ist positiv, dann ist deine Arbeit wie Urlaub für dich und Familie ist wie Arbeit für dich. Ja, genau. Da freue ich mich schon drauf. Also, wird der Traum. Markus, wir haben ja ein Vorgespräch geführt, bevor wir auf den Aufnahme-Button gedrückt haben und wir haben uns unterhalten, über was wir uns heute unterhalten werden. Und es ist ein Statement erschienen, ja, von unserem höchsten Chef sozusagen, von unserem Papst sozusagen, Steffen Kern vom Gnadauer Verband. Er hat sich zu den Geschehnissen, den politischen Geschehnissen in unserem Land geäußert und hatte ein Statement herausgegeben. Also nochmal, Steffen Kern vom Gnadauer Verband, so ein Verband, in dem die landeskirchlichen Gemeinschaften sind, nennt sich auch gerne die größte Laienbewegung innerhalb der evangelischen Kirche, also keine Freikirche, gar keine Kirche, sondern eben ein Verband, in dem sich Gemeinschaften ja bündeln. Thema ist eben die Demonstrationen, die da passieren bei uns. Deutschland geht auf die Straße. Selten haben so viele Demos das Land auf Trab gehalten wie in diesen Januartagen. Unworte wie Remigration und Deportation geistern durch die Medien, weil diese Geister von einigen gerufen wurden. Hunderttausende hält es nicht mehr auf dem Sofa. Für Demokratie und Menschenrechte stehen sie auf. Manche fragen sich vielleicht mit leichter Skepsis, was würde eigentlich Jesus dazu sagen? Nein, mit der Bibel macht man keine Parteipolitik. Aber ich lese Matthäus 25. Dort geht es um den letzten Ernst, um das Weltgericht, um die Konsequenzen dessen, was wir tun und was wir lassen. Um das, was mit Jesus verbindet und was von ihm trennt. Was zum Himmel und was zur Hölle gehört. Dabei wird unmissverständlich klar, Jesus nachzufolgen und Menschen auszugrenzen, gar Fremde abzuweisen, das geht nicht zusammen. Das ist nun nicht etwa eine politische Meinung, die irgendjemandem zu gefallen suche. Es ist schlicht und einfach biblische Einsicht. Es ist das Wort Jesus selbst und darum eine Frage der ernsthaften Jesus-Nachfolge. Wir haben keine Wahl, ob wir Hungrigen zu essen oder Durstigen zu trinken geben oder Fremde aufnehmen. Nein, alle politischen Probleme von Not, Krieg und Migration lassen sich damit nicht lösen. Aber das ist die Haltung, das Menschenbild und, ich sage bewusst, die Gottesfurcht, in denen wir diese Probleme bewegen. Jesus Nachfolge und die rassistische Verachtung von Menschen schließen sich aus. Darum sollten Gemeinden, die sich als explizit missionarisch verstehen,
Die allerersten seien die Asylkreise und Dienste für und Arbeit mit Geflüchteten anbieten. Gott sei Dank, dass genau das auch geschieht. Beste Segenswünsche, Steffen Kern, Präses des Gnadauer Verbandes. Ja, der Gnadauer Verband und Steffen Kern haben dieses, ja, kurze Statement veröffentlicht. Und es gibt ja in der christlichen Welt eine auflagenstarke Zeitschrift. Das ist Idea Spectrum. Und diese Zeitschrift hat auch einen Facebook-Account und dort veröffentlicht sie eben Artikel auf ihrer Online-Plattform. Und wie es bei Facebook so üblich ist, kann man da auch Kommentare schreiben. Und unzählige Kommentare waren unter diesem Statement, also unter dem Artikel über das Statement von Steffen Kern gestanden. Und die meisten Kommentare, die waren gar nicht so positiv. Also die meisten Kommentare, die haben so etwas gesagt wie: Steffen Kern, Irrlehre, er soll seinen Mund halten, er hat gar nichts zu sagen, Jesus würde ganz anders auftreten als er würde verteidigen das deutsche Abendland, er würde verteidigen so manche Werte, die uns wichtig sind und die in Gefahr stehen durch diese große Migrationswelle. Also die Leute, die das so geschrieben haben, die haben das auch gar nicht so sachlich geschrieben, sondern teilweise auch sehr angreifend, Steffen Kern gegenüber angreifend, ich sag's mal, einer eher linkeren Position. Und man könnte schon sagen, viele Kommentare dieser sehr frommen Menschen, die waren eher einem gewissen rechten Spektrum zuzuordnen. Wundert dich das, Markus? Ja, es wundert mich schon, ja. Ich habe das Statement, also die Kommentare nur noch gesehen, als sie dann redaktionell bearbeitet worden waren, also alles weggelöscht. Ich kenne nur noch den Nachhall, dass man da kräftig gelöscht hat, weil es gar nicht ging. Also das ist ja dann der Kommentar, der von Idea an der Stelle kam. Und mich hat das schon gewundert, dass so ein Statement solche Wellen schlägt, gerade in unseren Kreisen, so in diesem frommen Bereich, den dann Idea ja auch mitbedient, so evangelikal-pietistisch, dass da Leute gleich so auf die Barrikaden gehen, dass man das danach wirklich löschen muss, weil es nicht geht. Also, das empfinde ich als unangenehm. Also, besonders ich finde das Statement von Steffen Kern sehr gut. Also, mir taugt das sehr. Ich finde das ganz großen Wurf, also dass sich mal jemand an der Stelle dazu äußert. Was ist denn da, was findest du daran so gut? Ja, also ich, in meiner Wahrnehmung ist in den letzten Jahren zu dem Thema, so ich sag jetzt mal in dem ganzen, sag mal Gnadau, auch im freikirchlichen Bereich, habe ich oft wenig Stellungnahme zu Migration, Flüchtlingen, Asyl, Ausländer und so gefunden. Man ist da immer ein bisschen bedeckt und verhalten. Es gibt da Sachen, keine Frage. Es gibt auch sehr deutliche Sachen, aber oft wird vieles mit einem gewissen Schweigen quittiert. Und jetzt, nachdem es da in Potsdam dieses ominöse Treffen gab und jetzt überall in Deutschland die Wellen deswegen hochschlagen, weil man da sowas wie eben ja Remigration da gefordert hat oder darüber debattiert wurde, und es jetzt viele Demos gibt, ja, es herrscht so in meinem Bereich, in meinem Sektor, den ich so wahrnehme, so in der kirchlichen Landschaft herrscht da erstmal Schweigenruhe, Stille, wohingegen andere sich sofort zu Wort melden, was sagen. Also ich habe dieses Schweigen die letzten Jahre mit viel Verwunderung mir angeschaut und irgendwie, ja, es ist ja so, irgendwie der Pietist ist ruhig und still und behält sich leise und man bekommt ihn nicht mit und so. Das finde ich aber an der Stelle schade. Also ich fände es wichtig, ja, bei solchen, also jetzt sowas wie, wenn solche Worte wie Remigration, Deportation, sowas fällt oder sowas, da auch klar Stellung beziehen und auch sagen, das geht so nicht, das wollen wir nicht, das ist nicht demokratisch, das ist auch nicht gut. Und deswegen wundert mich das auch so, oder ich habe das mit sehr stark Befremden wahrgenommen, dass es da also auch wirklich extreme Kommentare unter diesem Statement da gab. Also dass da Leute echt regelrecht ausgetickt sind. Ja, man muss es natürlich sagen, also das Internet ist so eine Welt für sich selber und auch Facebook ist eine Welt für sich selber. Also man beobachtet ja schon, dass
in Facebook, in den Kommentarspalten oder auch in Foren, ja, da ist die Sprache schon ein bisschen rauer. Da traut man sich vielleicht etwas zu schreiben, was man jemand vielleicht nicht so ins Gesicht sagen würde. Im Internet ist man ja vermeintlich anonym, da kann man das sagen, aber hast du das schon mal anders erlebt? Also, dass im echten Leben, so nenne ich das jetzt mal, auch solche politisch eher dem rechten Spektrum zuzuordnenden Aussagen getroffen worden sind von gerade dieser frommen Bubble, von diesen frommen pietistisch-evangelikalen Kreisen? Ja, in Deutschland und vielleicht auch in den USA. Also ich meine, ganz viele evangelikale Gemeinden, Freikirchen, die sind ja ganz krass von den USA geprägt. Also da darf man sich gar nichts vormachen. Wie hast du das erlebt in Deutschland und in den Staaten? Also es ist so, das, was ich erlebt habe, ist eigentlich hauptsächlich das, dass es ein großes Schweigen zu dem Thema. Also es gibt, mir sind in den letzten Jahren immer wieder vereinzelt mal Leute über den Weg gelaufen, die schon auch krasse Thesen rausgehaut haben, wo man sich schon gewundert hat, auch oft dann im Internet natürlich, ne? Facebook ist da irgendwie Nährboden für, wo dann Menschen auch sonderbare Debatten von sich gegeben haben. Ich habe so einen Fall, das ist schon Jahre her, da hat sich mal einer aus meinem erweiterten Gemeindekontext mal in so einer Facebook-Debatte verloren und hat da auch wirklich, ich sag mal, es waren echt doch harte Thesen, also die auch, also jetzt nicht unbedingt demokratietauglich waren, von sich gegeben. Das war damals irgendwie im Eifer des Gefechts oder so, na, man kann das alles menschlich immer nachvollziehen, aber ich erlebe so, einen großen Pult, wo ich sage, das sind so die Stillen im Lande, die sich kaum äußern, kaum was sagen. Und dann gibt es ein paar Scharfmacher, die lässt man dann aber auch gewähren oder sagt auch nichts dagegen. Vielleicht auch aus menschlichen Gründen, ne? Weil man dann in Gemeinde auch miteinander verbandelt ist. Man kennt sich, man schätzt sich. Und dann haut jemand irgendwo sonderbare politische Statements raus. Und dann, also nicht nur sonderbar, sondern einfach Statements, die auch, in den rechtsextremen Bereich reinragen, die demokratiefeindlich sind, die komisch sind. Und dann ist man halt ruhig dazu. Also das ist so meine Wahrnehmung an dem Ganzen. Ich habe da eine eigene Betroffenheit, deswegen bin ich da auch wahrscheinlich auch empfindlicher. Ich habe eine slowenische Mutter. Ich habe auch einen slowenischen Pass noch irgendwo daheim rumliegen. Ich habe also einen Migrationshintergrund und deswegen höre ich auch manches mit einem anderen Ohr. Ich empfinde auch manches, jetzt kann man natürlich sagen, Slowenien, das sind gute Europäer, die sprechen fast Deutsch und so. Das stimmt zwar nicht, aber ich nehme da trotzdem manches dann mit Befremden wahr, auch wenn du natürlich mit jetzt zum europäischen Hintergrund wirst du immer netter wahrgenommen oder so. Naja, das ist ja fast ein Deutscher, ist auch irgendwie okay. Aber ja, vieles finde ich gerade komisch. Also, oder dieses Schweigen irritiert mich. Ja, also, überall anders gründen sich sofort Gremien, Leute machen Demos. Es gibt ganz klare Statements überall in der Landschaft. Und ja, unsere fromme kleine Welt, braucht sehr lange oder macht gar nichts oder sehr wenig. Also, Ich bin da dem Gnaderverband sehr dankbar, dass sie an der Stelle sehr klar Position bezogen haben, weil da in den letzten Jahren, ich bin relativ wenig gelaufen. Oder manches dann auch sehr kontrovers diskutiert worden ist oder sehr kontrovers ankam und dann haben wieder Leute draufgeschaltet. Also ich habe da viel Befremden und nehme viel komisch wahr. Also vieles irritiert mich. Ja, vielleicht wurde auch darum so wenig darüber geredet, weil... Das heißt ja bei uns in der Gesellschaft auch, über Politik und Religion, da redet man nicht, denn diese zwei Themen, die führen eigentlich immer zu Streitigkeiten. Natürlich redet man in der frommen Welt, redet man natürlich über Religion, das ist so das Hauptthema natürlich in den Gemeinden. Man redet über Glaube, über Bibel, über wie lebt man als Christ und so weiter. Aber vielleicht hat sich da wirklich sowas eingeschlichen, dass man
zum Thema Politik einfach nichts sagt, einfach um Streitigkeiten in der Gemeinde ja vorzubeugen. Da muss man mal wirklich unserer großen Schwester, der evangelischen Landeskirche, da muss man sagen, das ist da anders. Also gestern war ich erst auf einer Pfarrkonferenz eingeladen und da hat auch ein Pfarrer erzählt, dass er bei einer Demo dabei war und nicht nur dabei war und mitgelaufen ist, sondern dass er einfach von der Bühne aus auch eine Rede halten durfte. Die hat er uns dann auch vorgelesen und da kam jetzt nicht groß viel von Gott drin vor oder von Bibel drin vor. Allerdings war es ein ganz klares Statement gegen die AfD, gegen antidemokratische Einstellungen oder Strömungen oder Parteien und ganz klar auch im Geiste dessen, was auch der Gnadauer Verband und Steffen Kern eben hier herausgebracht haben. Also die evangelische Kirche, auch die katholische Kirche teilweise, die sind da politisch aktiver, werden dann, so erlebe ich das aber auch manchmal, gerade von den Frommen auch dafür angegriffen und sagen, und dann sagen die Frommen eben, die evangelische Kirche, die ist ja bloß noch eine politische Organisation, das ist so der verlängerte Arm der Grünen, die beschäftigen sich mit Themen wie Umweltschutz und LGBTQ und gegen rechtes Gedankengut, aber das Wesentliche, worum es eigentlich gehen sollte, nämlich die Bibel und Jesus Christus und der Glaube, kommt ja fast gar nicht mehr vor. Tja, und andersrum könnte man eben, so wie du das sagst und wie ich auch tatsächlich erlebe, in so pietistisch-evangelikalen Gemeinden, ja, da kommt politisch eigentlich sehr wenig vor. War Jesus politisch? Jesus politisch war ich, also nicht in unserem heutigen Sinne, denke ich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also habe ich irgendwie nicht auf dem Plan. Ich finde das auch die Frage, ich bin überhaupt kein Freund davon, in Gemeinde Parteipolitik oder sowas zu machen. Das ist auch, ich bin in so einem Arbeitskreis in Mehring, das nennt sich Mehring ist Bund, und da merkst du natürlich auch in sowas, natürlich ist das gegen rechtsextremes Gedankengut, man versucht dagegen solche Kreise anzuarbeiten. Und du merkst da natürlich auch parteipolitische Interessen. Das ist einfach so, es lässt sich auch nicht vermeiden, wenn dann Leute von Parteien mit dabei sind in so einem Arbeitskreis. Das ist für mich dann an mancher Stelle befremdlich, weil du ja so als Pastor immer versuchst, irgendwo eine Neutralität zu halten, auch auszugleichen, auch politisch, und sagen, ja, wir in unserer Gemeinde, da geben wir nichts vor, da geben wir kein klares Programm. Das finde ich wichtig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich ein Problem damit, wenn es dann in Bereiche, also ich sage jetzt mal, in Rechtsextremismus reingeht, wenn Sachen gesagt werden, wo man wirklich, also ja, das, was jetzt die letzten Tage und Wochen durch die Medien geistert, da geht es ja nicht nur darum, dass man irgendwo recht konservativ unterwegs ist, sondern da werden Dinge gesagt, die an sich, das ist nicht tragbar. Und da bin ich schon der Meinung, dass auch Gemeinde an der Stelle, also das, was Steffen Kern da sehr eindeutig macht, sich da also Stellung zu beziehen, das auch zu machen, zu sagen, nee, das wollen wir so nicht. Wir sind für Leute, die Fremde, die Hilfe brauchen. Wir unterstützen das, wir fördern das. Wir fördern auch Integration an der Stelle. Für uns ist das wichtig. Also da klar zu sein und nicht zu sagen, ja, wir schweigen auch darüber. Ich habe da so ein ganz großes Bedenken. Die Frommen haben in Deutschland schon mal sehr lange sehr viel geschwiegen. Also als die NSDAP an die Macht kam, haben auch viele, gerade die Frommenkreise, sich sehr indifferent verhalten. Also man war vielleicht nicht unbedingt für Adolf Hitler, man fand den nicht unbedingt super toll. Es gab natürlich auch da Leute, die den über alles geschätzt haben und ihn deswegen gewählt haben, aber es gab einen ganz großen Bereich, der mit dem eigentlich nicht anfangen hat können. Man hat halt einfach geschwiegen. Man hat nichts gesagt. Man hat es halt einfach abgewartet. Und
Die hatten damals auch ein ganz klares Programm. Die wollten ja das alles abschaffen. Und ich habe da eine ganz große Skepsis zu dem Schweigen. So dieses, ja, lass uns doch abwarten und nichts sagen. Das geht schon irgendwie alles wieder vorbei. Ja, wir sind ja neutral. Und irgendwie haben da die Kräfte am rechten Rand, sprechen auch Thesen und Themen von uns an, die uns auch wichtig sind. Wie du das auch schon irgendwie genannt hast, ne? Dann ist man da, findet man die gar nicht so schlimm, weil die haben auch irgendwas gegen Gender oder die sind genauso für den Schutz des ungeborenen Lebens. Und dann ist man da irgendwie, ja, eine Runde, ich sag mal, netter oder lässt das einfach gewähren, weil man dann doch irgendwo auch seine eigenen Interessen da wiederfindet. Aber ich persönlich bin dafür eine ganz klare Abgrenzung, weil du da eine Tüte einkaufst, die auch sehr viel Hochproblematisches mit sich bringt. Also ja, wo Dinge überlegt werden wie Abschaffung der Demokratie, Veränderung unserer Staatsform und sowas. Und also das ist für mich so ein bisschen, ja, also der Zweck heiligt nicht die Mittel, weil da irgendwelche Themen von mir abgefrühstückt werden, nehme ich dann in Kauf, dass es menschenverachtend ist, dass es unsere Demokratie bedroht und so. Das ist da meine persönliche Meinung dazu. Also ich bin dafür ja eben kein Schweigen und kein Hinnehmen, sondern zu sagen, nein, das geht so nicht, das wollen wir. Das ist nicht gut für uns, das wird uns auch auf Dauer nicht nützen, auch als Gemeinden nicht nützen. Also würdest du sagen, ich denke einfach mal laut, ne, würdest du sagen, also Gemeinde Jesu, Kirche Jesu hat auch einen gewissen politischen Auftrag, man könnte das vielleicht sogar mit irgendwelchen biblischen Worten sagen, einen prophetischen Auftrag, also wirklich in die Politik ja prophetisch hineinzusprechen, prophetisch jetzt nicht im Sinn von ja in die Zukunft schauen, sondern wirklich ermahnend und ja eine Kurskorrektur anzustreben aufgrund ja dem, was Gott will und dem, was Gott sagt, ne? Ich meine, das Problem ist natürlich, dass darin sich Christen uneinig sind, was denn Gott will und was Gott sagt. Du hast es schon angesprochen. Die einen, die betonen, die jetzt eher so ein bisschen auf der linken Seite sind, die betonen wirklich, hey, die Würde des Menschen und die Würde des Menschen ist unantastbar und den Fremden zu lieben. Und ja, Menschen einfach ein gutes Leben zu ermöglichen. Und dann gibt es andere Christen eben in den Gemeinden, die das andere betonen, die halt eher so diese konservative Seite betonen, was du angesprochen hast mit dem, okay, die Familie ist ganz wichtig. Ah, schau doch mal, die AfD, die sorgt dafür oder will dafür sorgen einfach, dass die Familie gefördert wird, dass das ungeborene Leben geschützt wird. Homo-Ehe ist ganz weit weg, das soll auf gar keinen Fall irgendwie gefördert werden. Und da ist man in einem Interessenkonflikt ganz oft in der Gemeinde. Letztendlich ist doch dann die Frage, was ist wichtiger? Also diese konservativen Werte, die man da vertritt, die konservativen Werte erhalten zu sehen in Gesellschaft durch die Politik oder wirklich den Menschen zu sehen, nämlich, dass der Mensch, ja, die Würde des Menschen ist eben nicht antastbar, jeder Mensch ist gewährt, ist geliebt, jeder Mensch hat ein Recht auf ein unversehrtes Leben, auf ein gutes Leben. Wir haben einen Auftrag, ja, Menschen zu retten, und zu helfen, ganz egal, aus welcher ja, Notlage sie kommen. Letztendlich ist es doch dann eine Frage der Gewichtung. Ist mir der Mensch wichtiger oder ist mir ein gewisser Wert, also ein ethischer Wert wichtig, wo ich total auch mit dir und auch mit Steffen Kern und dem Gnadauer Verband bin, wo ich sagen würde, ja, definitiv ist immer der Mensch erstmal wichtiger als die Umsetzung ja einer gewissen konservativen Ethik. Ja, also ich würde da auch ganz klar in die Richtung des Menschen gehen, so wie du das formulierst. Und auch diesen, ich sehe da schon auch einen prophetischen Auftrag, also der Gemeinde auch in die Gesellschaft reinzureden und zu sagen,
Ja, wir sind für das Schwache, wir sind für die Fremden, wir sind für die, die mit ihrem Leben nicht klarkommen. Wir nehmen uns der Sache an, wir sind barmherzig. Also das, und das vorzuleben, also, und ja, was die ethischen Werte angeht, da würde ich sagen, die frühe oder die erste Gemeinde im Römischen Reich hat jetzt auch keinen Anspruch darauf gehabt, dass ihre Ethik und das, was sie leben wollen, im Römischen Reich politisch umgesetzt wird. Also das würde ich, also da bin ich eh skeptisch, oder das ist überhaupt nicht mein Ansatz zu sagen, ja, wir müssen jetzt gesellschaftspolitisch unsere Ethik dann auch in Politik durchbringen. Also das ist nice to have, das ist schön, wenn das passiert. Da können wir der konstantinischen Wende danken, dass wir da jetzt eine sehr lange Zeit oft das hatten, dass da manches Hand in Hand ging. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht ein automatisches Anrecht. Also dass wir sagen können, ja, das muss jetzt auch komplett in Politik und Gesellschaft so umgesetzt werden. Dann musst du halt den Weg gehen, den halt auch die frühe Gemeinde ging, ja, am Rand irgendwo sein. Und sagen, ja, damit müssen wir halt klarkommen, dass wir da vielleicht Sonderlinge sind, komisch. Aber ich glaube, für ethische Werte, das andere, also für so, ich sag mal, traditionelle Werte, die wir als Gemeinde meinen, die brauchen wir, dafür die Barmherzigkeit aufzugeben, das, was Jesus da in Matthäus sagt, sagen, nee, das ist uns doch gar nicht mehr so wichtig, und ja, dann lieber keine Flüchtlinge aufnehmen oder sie wieder zurückschicken, das stresst uns. Dann nehmen wir lieber, wählen wir die Parteien, die das machen, weil die auch unsere anderen Dinge abfrühstücken. Das finde ich, ja, das ist mir zu viel Cherrypicking. Also zu viel, man sucht sich da zu viel raus, was halt seiner eigenen Weltsicht entspricht. Also, da tue ich mich schwer mit. Also. Also ich find's ja echt schön, dass der Steffen Kern in seinem Statement auch tatsächlich nochmal schreibt, mit der Bibel lässt sich keine Parteipolitik machen. Also ich glaube tatsächlich auch, dass die Bibel das auch gar nicht will. Die Welt der Bibel, die war einfach eine andere Welt als heute. Wir leben in einer total komplexen Welt, Globalisierung, ja, Migration ist ein Riesenthema, und klar gibt es da keine leichten Antworten. Was ich aber halt sehr beängstigend finde, ist, dass eben Christen sich in Kirchen und Gemeinden, und da sind es ja lustigerweise oder traurigerweise vor allem diese frommen Gemeinden, dass sie sich an dieser Thematik ja zerfleischen gegenseitig. Also letztendlich ist es ja da so, dass was in der Gesellschaft sichtbar ist, auch gar keinen Halt davor macht vor Gemeinden und der Kirche. Also Jesus sagt, an der Liebe zueinander soll man euch erkennen. Also ihr Christen untereinander, euer Erkennungszeichen ist die Liebe zueinander. Aber da erkennt man ehrlich gesagt nicht viel, denn es geht um Streitigkeiten über politische Einstellungen. Und das entscheidet auch darüber dann teilweise, ob ich meinen Sitznachbarn im Gottesdienst überhaupt noch als Christen sehe oder nicht, denn der wählt ja die Grünen. Ja, wie kann denn ein Christ die Grünen wählen? Ja, oder andersrum ganz genauso, ja, der wählt die AfD. Wie kann der denn nur die AfD wählen? Ohne jetzt irgendwie eine Seite einzunehmen. Aber ich frage mich das, wie kann es denn geschehen, dass in Gemeinde, in Kirche, da eine normale, nicht emotionalisierte Diskussion über auch solche politische Themen stattfinden kann, was nicht dem Bundestag gleicht, wo man sich gegenseitig fertig macht, oder der Gesellschaft, dem Stammtisch, wo man sich gegenseitig fertig macht, sondern wo man sich trotzdem respektieren kann als Bruder und Schwester. Wie kann denn das passieren? Hast du da Erfahrungen? Ich finde, es geht erstmal einfach für mich darum, Sachen wahrzunehmen und es sich auch erstmal anzuhören, auch mal Meinungen in einem gewissen Rahmen stehen zu lassen. Ja, ich meine nicht, du hast ja im Moment eh ein sehr breites politisches Spektrum. Ich muss mir halt auch erstmal anhören, was die anderen denken und sagen. Ich glaube, das ist,
Das ist so mal das Erste, was es dafür braucht, die mal Sachen wahrzunehmen, zu hören, sich auch mal zu informieren. Was heißt das eigentlich? Was bedeutet das? Und nicht gleich in die Welt der Polarisierung abzudriften und sagen, ja, das geht ja gar nicht. Das hat ein Grüner oder das hat ein Blauer gesagt, das verwerfen wir sofort. Also das wäre für mich, ist für mich so das erste große Mal, wirklich Sachen anzuhören, wahrzunehmen, auch Position klar zu kriegen. Ja, was heißt das wirklich? Was bedeutet das? Das ist so mal das, um überhaupt ins Gespräch zu kommen. Und das andere, was es dann auch braucht, ist, das ist halt bei extremen Positionen man auch ganz klar sagt, nee, das wollen wir auch. Das finden hier wir auch, nicht Weisheit. Ja, das finden wir auch mit dem christlichen Menschenbild an der Stelle nicht vereinbar oder mit unseren Überzeugungen. Das eben, was ein Steffen Kern sagt, das geht hier nicht. Das finden wir unangebracht. Das ist auch nicht Auftrag von Gemeinde. Also da bin ich schon auch dafür, dass es eine klare Abgrenzung gibt. Also meinetwegen auch beide Seiten hin. Ja, ich kann ja auch irgendwo der politischen Linke sagen, ja, euer Atheismus an der Stelle, da kommt man auch nicht mit klar. So, da bin ich noch nicht mal für, jetzt zu sagen, ja, man muss nur auf die eine Seite abgrenzen, sondern schon auch klar sagen, nee, das ist jetzt mit unseren Grundüberzeugungen auch nicht vereinbar, oder da tun wir uns schwer. Aber am Ende ist es ja auch bei dem politischen Spektrum, du wirst bei jeder Partei in irgendeiner Form Kompromisse und Abstriche machen müssen. Also da wird keine deinem kompletten christlichen Glaubensüberzeugungen entsprechen. Die Partei gibt es einfach gar nicht. Also das ist Utopie. Und da drin, also dieses Wahrnehmen und dann aber auch eine Klarheit zu haben, nee, das wollen wir hier nicht. Oder das ist uns jetzt, das ist ein Punkt, der nicht unseren Überzeugungen entspricht. Also da eine Grenze zu haben. Also das finde ich auch ganz, ganz wichtige Sachen. Also ich erlebe das jetzt bei diesem Arbeitskreis immer, die sind da viel klarer und viel deutlicher, die sagen so, das geht gar nicht, das wollen wir nicht, die lassen wir nicht mitlaufen, die haben hier nichts zu suchen. Wenn die kommen, dann sind die nicht, also dann sind wir dagegen. Und das würde ich mir schon, also deswegen finde ich das von Steffen Kern so gut, weil das einen gewissen Punkt setzt, der einen dagegen bringt oder sagt, nee, das geht so nicht, das finden wir nicht akzeptabel, das wollen wir nicht. Und sich nicht dann nur in Schweigen zu hüllen und zu sagen, ja, ist zwar irgendwie befremdlich, die Position, dass man jetzt Asylbewerber rausschmeißen möchte oder Kriegsflüchtlinge nicht mehr haben möchte, aber wir sind jetzt einfach mal ruhig, weil der Rest ist irgendwie, finden wir schon irgendwo okay oder es bietet uns eine Plattform oder wir finden denjenigen nett. Ich finde das auch extrem schwierig, wenn ich ja dann Leute kenne und mich mit denen da streiten muss oder irgendwie sagen muss, nee, das finde ich nicht akzeptabel, die Meinung. Ich habe das schon an mancher Stelle gemacht und das hat mir auch gut Sympathien gekostet. Also. Ja. Aber gut, ich glaube, den Preis musst du zahlen. Also das, den will ich auch zahlen, weil ich das befremdlich finde. Und wir haben als Gemeinde, und ich erlebe das, also ich will jetzt nicht sagen, ja, unsere Gemeinden sind irgendwie recht durchdrungen und schrecklich. Das stimmt überhaupt. Also es sind einige wenige Leute, die sehr laut sind, die sehr viel Lärm machen, die auch dann das Internet nutzen und darüber irgendwo eine Reichweite haben oder irgendwie bekannt werden. Aber die meisten denken das nicht. Ich habe, wie wir unser Kaffee International hier gemacht, sehr viel Zuspruch erlebt, dass Leute aus der Gemeinde sich sehr stark beteiligt haben, sehr viel Zeit investiert haben. Also das muss man schon auch ganz klar dazu sagen, dass ich das erlebe. Was ist das, Kaffee International? Was ist das? Wir haben so eine Arbeit mit Kriegsflüchtlingen, mit Syrern hauptsächlich gemacht, wo wir alle Vierteljahr eingeladen haben, dass die sich da miteinander treffen. Es gab Essen, Musik und man hat einfach Zeit miteinander verbracht und sich kennengelernt. Und das ist super gut angenommen worden. Und da habe ich Gemeinde schon auch ganz klar von der Seite erlebt, ja, wir sind offen für die Leute, wir bemühen uns die. Na, es gab natürlich auch die Stimmen, die gesagt haben, oh, wir kommen mit dem Fremden nicht klar, das ist irgendwie komisch, die sind anstrengend. Keine Frage, ja.
Aber ja, aber super, da habt ihr einen unglaublich starken Beitrag zur Integration geleistet bei euch im Ort. Hammer. Ja, ich super. Fand das auch eine ganz tolle Arbeit an der Stelle. Also ich finde das auch, also sowas ist, das ist auch wieder mein persönliches Ding. Das sollten wir als Gemeinden noch viel mehr machen. Also ich erlebe das ja, wir sind immer ganz gut, ich sag mal, die bürgerliche Mitte in Deutschland zu erreichen, also die gut situierten Deutschen. Ja. Und ich fände das, ja, das, was da auch in diesem Statement kommt, ja, dass die Gemeinden, also unsere Gemeinden sollten noch mit die ersten sein, die sich um Kriegsflüchtlinge kümmern, die sich um Integration kümmern, die versuchen, einen Deutschkurs anzubieten oder irgend sowas zu machen, da Ressourcen reinzustecken und nicht nur dafür zu sorgen, dass die Frommen immer frömmer werden. Also, ja, ganz starke Aussage. Also Gemeinde Jesu, Kirche Jesu wirklich als nicht nur als prophetische Instanz in unserem Land, was ermahnt, vielleicht auch mal ermutigt, sondern eben auch als Teil der Lösung, also einer möglichen Lösung, der Integration. Also ein unglaublich gutes Beispiel, was du jetzt zum Ende hier unseres Gesprächs nochmal gebracht hast. Also man muss ja wirklich sagen, ich denke, man hat es auch gehört, dass du in dem Bereich viel, viel tiefer drin bist, ne? Aufgrund auch deiner eigenen Herkunft und deiner eigenen persönlichen Erlebnisse, die du hast mit Migrationshintergrund. Was ich für mich so gelernt habe in unserem Gespräch, ist einmal, dass Gemeinde sollte eine prophetische Stimme haben in unserer Gesellschaft und Gemeinde sollte einfach immer den Menschen zuerst sehen und Gemeinde sollte gleichzeitig aber auch ein Ort der Liebe sein, wo man unterschiedliche Meinungen bis zu einem bestimmten Punkt eben stehen lassen kann, wo man in Frieden und im gegenseitigen Respekt und in dem Wissen, dass man voneinander lernen kann, dass man eben so miteinander zusammenleben kann, reden kann, diskutieren kann, um dann sich einfach gegenseitig anzunehmen und hoffentlich einen Unterschied zu machen in dem Ort, in dem wir sind. Einen praktischen Unterschied und nicht nur ein Schimpfen und Lästern auf die Politik, ein Schimpfen und Lästern über die ganzen Ausländer und die ganzen Flüchtlinge, sondern wirklich einen Unterschied machen. Super, vielen Dank, Markus. Jetzt habe ich das Letzte noch für heute, ist das AA der Woche, der absolute Aufreger. Was war's bei dir? Mein absoluter Aufreger ist, ich wollte so KI-Sachen machen, also künstliche Intelligenz, und ich habe mir dafür so eine Grafikkarte gekauft, das habe ich mir während meiner Elternzeit vorgenommen. Ich wollte mal in diese Welt reingucken. Und das ist alles unglaublich teuer. Also diese Partner, das kostet alles ein Vermögen, ist schrecklich. Meine Frau findet mich völlig abartig, dass ich das mache. Hast du nicht zu Beginn des Gesprächs gesagt, noch, dass du so eine unglaublich volle Woche hast und du hast keine Zeit und weißt gar nicht, wie du alles schaffen sollst. Und jetzt kommst du mit deinem AA der Woche daher und sagst irgendwie, ja, ich habe mir da was unglaublich Teures gekauft und habe mir vorgenommen, mich auch noch in dieses kleine Mini-Thema KI reinzuarbeiten. Also irgendwas stimmt doch da nicht. Ja, ich habe eine unglaubliche, das ist schon wahr. Also ich habe mich auch noch nicht viel reingearbeitet. Also ich habe diese Karte installiert, die ich da gekauft habe, die mir schon also letztendlich viel Ärger bereitet hat. Oder das klappt halt alles so gar nicht, wie man sich das denkt. Ne? Das ist aber auch immer so am PC. Das ist auch nicht weiter schlimm. Meine Frau findet es halt total schrullig. Da lebe ich auch mit. Ne? Ich habe immer wieder mal so Hobbys, wo wahrscheinlich auch irgendwann mal meine Kinder sagen werden, ja, der Vater, jetzt hat er wieder einen Knall. Das ist so. Da lebe ich mit. Auf alle Fälle habe ich halt damit angefangen und ja, das kleine Feld KI, du hast recht, das ist, ich komme da hinten und vorne nicht so ran, nur habe ich jetzt festgestellt, ich versuche gerade die ersten Modelle, so ein Bildmodell zu trainieren und in der Theorie ist das alles ganz, also ist auch nicht einfach, aber man kriegt das hin, wenn man ein bisschen Ahnung hat. Jetzt habe ich ja festgestellt, das ist mein echter Aufreger, ich habe in so eine Karte investiert und habe jetzt angefangen, so ein Modell zu trainieren und musste jetzt feststellen,
Also die Karte, die ist schon nicht schlecht, ne? Die war auch nicht günstig. Also das war echt unverschämt. Da reicht der Speicher nicht. Also das wäre tatsächlich nochmal ein ganz anderes Thema für einen Podcast von uns, nämlich Christentum oder christliche Gemeinde und KI, künstliche Intelligenz. Wird der Pastor und Pfarrer bald ersetzt von einem Computer? Ja, das glaube ich von nicht. Von Alexa zum Beispiel? Nee, aber... Ja, mein, also mein AA der Woche, ja. Meine AA der Woche hat was mit Menschen zu tun, mit ganz kleinen Menschen, mit vierjährigen Menschen, nämlich mit meiner Tochter. Ist keine KI, sondern ist ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und woran merkt man das? Also man merkt es daran, dass sie gerade in einer ganz schwierigen autonomen Phase ist. Sie rebelliert. Sie möchte nicht mit uns am Tisch sitzen beim Essen. Sie möchte essen dann, wenn sie Hunger hat und Lust hat. Sie möchte nicht mit ihrem Roller geradeaus auf dem Fahrradweg fahren, sondern zickzack fahren. Sie möchte nicht dann mitlaufen, wenn wir weiterlaufen wollen, wenn sie irgendwie in, eine Mauer sieht, wo sie hochklettern kann und ihr dann total egal ist, ob sie dann runterfällt und sich irgendwie das Rückgrat bricht. Und dann sagt sie, ja, ich möchte sogar, dass mein Rückgrat bricht, hat sie gestern zu meiner Frau gesagt, ich will das sogar. Ich will mir den Hals brechen, das finde ich schön. Immer dagegen sein, Anti-Mama, Anti-Papa. Ja, und gestern war ich nachmittags auf einer Besprechung. Ich bin nach Hause gekommen und meine Frau war schon den Tränen nahe und fertig. Einfach weil die Kleine den ganzen Nachmittag einfach gemacht hat, was sie will und nicht hört. Ja, wir fragen uns, woher kommt das? Kommt das vom Kindergarten? Ist das einfach eine Phase? Sind wir schlechte Eltern? Ja, wahrscheinlich alles zusammen irgendwie. Oh ja, ich kenne das. Ja, also das ist gerade echt unglaublich. Ja, dagegen also, ist mein KI-Problem natürlich lächerlich. Ja, nicht, dass es auch ein Eigenleben entwickelt. Dann hast du doch größere Probleme. Ja, eine Autonomiephase. Stichwort Terminator. Ja. Komm ich ins Büro mit abgeschossen. Ja, genau. Okay, ja. Markus, klar, dieser Podcast, den wir hier aufnehmen, der hat immer, da ist nur eins ganz sicher, nämlich die Sicherheit, unvollständige Informationen zu erhalten. Darum geht es ja auch gar nicht. Wir sind ja kein Nachrichten-Podcast, sondern wir unterhalten uns halt einfach. Und heute habe ich sehr viel von dir gelernt, weil anders lernst du vielleicht sehr viel von mir. Zum Beispiel Thema Kindererziehung. Ja, da bin ich nicht so. Genau, möglich. Und... Aber ihr könnt uns ja gerne mal unter die Kommentare schreiben, was ihr zu denen denkt, ja, was genau. Wir gesagt haben. Sagt ihr irgendwie, hey, da richtig cool, dass ihr das angesprochen habt. Oder schreibt drunter, nee, sich absolut anders. Das seid ihr auf dem absoluten Holzweg, denn wir sind auch noch nicht perfekt, sondern ja, bewegen uns der Perfektion zu. Aber sehr lange und sehr weit davon entfernt. Okay, Markus, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ich dir auch, Stefan. Ja, bis die Tage. Bis dann. Bye, bye.